So machen die das mit der Merkel auch. Die erzählen ja einfach nicht die Wahrheit. Ja, und dann steht die im Bundestag vor 2 oder 3 Jahren, stand die da bei der Haushaltsdebatte und sagt dann freudestrahlend, Deutschland geht es gut. Das ist ein Grund zur Freude. Und in der ganzen Woche davor konnten wir überall lesen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen dürfen. Das waren die offiziellen Zahlen vom Arbeitsministerium. Das haben die der Merkel überhaupt nicht erzählt. Sonst hätte die doch den Satz nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach 8 Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und offiziell verkündet. Ja, ich vermute, Sie sind nicht eher an Karten gekommen. Damit wir es hier nicht falsch verstehen, wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige im Saal können sich entspannt zurücklehnen. Die Gnade der frühen Geburt, ist auch mal schön. Ja, wer jetzt schon in Rente ist, der hat ja eine Rente. Die Leute sind früher mit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen. Aber die Altersarmut, die auf uns zukommt, verdanken wir einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Alle schimpfen, dass sie bis 67 arbeiten müssen. Viel schlimmer ist, das Renteniveau wird jedes Jahr ein Stückchen weiter abgesenkt. Rot-grün hat beschlossen, dass das Renteniveau abgesenkt wird, bis ab dem Jahr 2030 die Menschen dann nur noch mit 43% vom letzten Netto neu in Rente gehen. Die Rentenformel ist ja so kompliziert gehalten, dass man es selbst nicht nachrechnen kann, das ist ja auch klar. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, 43% vom letzten Durchschnittsnetto. Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Netto 43% nehmen und mal kurz überschlagen, ob Sie dann weiter wohnen können oder Sie aufs Essen konzentrieren müssen. Wie hoch die Löhne und die Renten sein werden in 2030, weiß ich nicht. Die Löhne können steigen bis dahin. Aber meine Erfahrung lehrt, wenn die Löhne steigen, steigen die Preise auch. Das heißt, die Kaufkraft bleibt die gleiche. Wir können also auch die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, wovon wir reden. Armut definieren die heute so. Wenn ein Single weniger als 850 Euro im Monat zur Verfügung hat, gilt er als arm. Ab 855 Euro sind sie schon Teil der Mittelschicht. Ich liebe Statistik. Ja, irgendwo muss eine Grenze sein und knapp vorbei ist auch daneben. Hartz IV. Hartz IV ist 399 oder knapp jetzt inzwischen 401 Euro im Monat, bar auf die Hand und dazu dann der Mietzuschuss. Da kommen sie auf etwas über 700 Euro insgesamt. Im Alter bekommen sie nicht Hartz IV. Wenn Sie im Alter bedürftig sind, dann bekommen Sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung, kurz GRUSI genannt. Das ist ein bisschen weniger als Hartz IV, weil im Alter isst man nicht mehr so viel. Deshalb bedarfsorientiert. Grundsicherung liegt im Augenblick bei 698 Euro im Monat. Plus, minus 3, 4 Euro von Bundesland zu Bundesland verschieden. So, jetzt nehmen wir mal normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1.400 Euro netto nach Hause. Nehmen Sie von den 1.400 Euro mal die 43%, da kommen Sie ja ohne Taschenrechner auf GRUSI. Jetzt muss ich Ihnen nur noch verraten, dass 40% der Deutschen 2.000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% sich später auf Altersarmut freuen dürfen. Das habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet, mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Da haben die im Arbeitsministerium damals 8 Monate für gebraucht, um herauszufinden, dass nicht 25%, sondern 40% betroffen sind. Als sie es herausgefunden hatten, stand die Merkel eine Woche später im Bundestag und sagte, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit... Die haben ja das wieder nicht erzählt. Und wissen Sie, wer damals das Arbeits- und Sozialministerium geleitet hat, wer die Ministerin damals war? Ulla von der Leyen, natürlich. Und wissen Sie, was die zum Thema Altersarmut gesagt hat, wörtlich? Was heißt denn die Altersarmut? Die Leute haben noch die Riester-Rente. Ja, wir haben die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Ja, da fällt Ihnen direkt das Glas aus der Hand. Ne? Ja. Sie kommen inklusive Ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente dann auf Grundsicherung. Das ist das rot-grüne Riester-Rentengesetz. Jetzt ist doch die Frage, weiß die von der Leyen das nicht? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. Das ist noch die freundliche Unterstellung. Denn die Alternative ist, dass sie es weiß und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, das darf ich auf der Bühne gar nicht offen aussprechen. Das müssen sie sich selbst zusammenbasteln. Es kommen die Worte Loch, Dumm und Arsch drin vor. Und sie müssen noch ein S reinfummeln.
Da hätte ich gerne einen Untersuchungsausschuss zu, um zu wissen, ob die von der Leyen das gewusst hat oder nicht, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein interessantes Thema. Die Riester-Rente ist die größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist. Und zwar von Rot-Grün. Wir wollen das bitte nicht vergessen. Wer 2000 Euro brutto oder weniger verdient und Riester, hat hinterher Grundsicherung. Wenn nicht, Riester hat auch Grundsicherung. Die Riester alle komplett für den Arsch. Und der Arsch hat auch einen Namen. Walter Riester. Einer der großen Arbeiterverräter, die die SPD hervorgebracht hat. Da gibt es eine ganze Menge von. Walter Riester, der schlecht verfugte Fliesenleger. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden sie ja gelockt, ne, musst du machen, Riester-Rente, kriegst du ein paar hundert Euro Zuschuss im Jahr, musst du mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihren Steuergeldern stammen? Also genau wollen Sie das auch nicht wissen. Ne? Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, dem immer alles abnimmt, und einen guten Staat, dem was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts miteinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergelder in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter in Form von Abschlussgebühren und Provisionen und in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat das schon vor Jahren darüber berichtet. Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister, ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat auf Nasenbohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmaten. 10.000 Euro die Stunde. Steinbrück bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Ja, der hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon die das bezahlt haben? Von ihren Riester-Rentenbeiträgen. Sie glauben immer noch, sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga Bunga in Budapest. Riester-Rente ist Vollverarschung, auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkt dazu geschickt, diese Informationen. Auch da gibt es anständige Menschen, die sagen, sowas verkaufe ich nicht. Wenn Sie das, was Sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn Sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen Sie hinterher 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können Sie die Riester-Rente nicht. Witwen Riester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen? Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Heesters mit Nachnamen heißen. Das ist eine Riesenvolksverarschung von Rot-Grün organisiert und von denen, die bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitalgedeckt, Altersversorgung betreiben. Und selbst wenn der Mindestlohn jetzt kommen sollte, er wird nicht für alle kommen und auch nicht sofort. Aber gehen wir mal davon aus, 8,50 Euro die Stunde, da weiß schon keiner, wie soll man das bezahlen? Ne? Wissen Sie, was das umgekehrt heißt, 8,50 Euro die Stunde für jemanden, der dafür arbeiten geht? Wir reden von 1.000,50 Euro netto im Monat für einen Single. Das ist dann der Mindestlohn. Da weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle. Ne? Und wenn einem dann noch jemand empfiehlt, davon noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung abzuschließen, meine Damen und Herren, dann muss er für das Wort Arschloch eine Steigerung finden. Ich schlage offiziell Sozialdemokrat vor. Diese Volksverarschung, dass die Zeitungen dafür Werbung machen, das kann ich verstehen. Wer schaltet denn Anzeigen in der Zeitung? Banken und Versicherungsgesellschaften, also die, die von der ganzen Sache profitieren.